So, und damit herzlich willkommen. Eine kleine Zwischeninfo, bevor das Video anfängt. Ich habe die nächsten 4 Folgen habe ich mit Lukas aufgenommen. Das ist ein Kumpel von mir über YouTube. Und mein Aufnahmeprogramm dachte sich aber einfach, nehmen wir den Typ nicht mal auf, sondern nur mich. Also man hört mich jetzt, wie ich mit jemand anders rede, aber man hört ihn nicht, mit dem ich rede. Das heißt, man hört nur mich. Und es ist jetzt die nächsten 4 Folgen so. Ja, ist ein bisschen doof. Und außerdem habe ich 2 Folgen aus Versehen gelöscht. Das heißt, ich bin jetzt schon mit dem Let's Play ein bisschen weiter als bei der letzten Folge, wo wir aufgehört haben, weil ich einfach schon 2 Folgen davor aufgenommen hatte. Die habe ich jetzt aber aus Versehen gelöscht. Ja, und jetzt würde ich sagen, fange ich mal an mit Aspen-Tree-Saplinge zu suchen, weil die brauche ich noch, um mein Haus fertig zu bauen. Also ich brauche ja noch, ich habe ja bisher nur 3 Setzlinge, 3 Arten von Setzlingen. Und ich brauche noch das 4., weil sonst einfach ich nicht gescheit einrichten kann. Ja. Soll ich dich in der Beschreibung verlinken? Ja, der dabei ist, hat einen eigenen YouTube-Account. Ich werde den mal unten verlinken oder am Ende des Videos irgendwann. Keine Ahnung, mal gucken, wie ich das dann mache. Ja. Irgendwie spackt mein Aufnahmeprogramm derzeit relativ rum. Einfach deswegen, weil ich glaube, ich mache mal F9 an. So. Wo bin ich denn jetzt hier? Hoppala. Mein Boot jetzt. So, wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich suche jetzt noch Aspen-Setzlinge in Dungeons. Weil ich brauche die einfach, sonst kann ich nicht gescheit einrichten. Und es geht ja im Moment nur noch darum, dass ich einrichte. Ja. Was machst du jetzt gerade? Suchst du noch Sachen? Ah ja, okay. Lukas hilft mir gerade so ein bisschen dabei, nochmal Koordinaten an. Ich auch weiß, wo ich bin. Ah, ich habe keinen Kompass dabei, alles klar. Ja. Such mal so ein bisschen. Ah, da hinten ist das Haus. Yippie. Ei. Hä, was für ein Ei? So. Guck ich mal, wo der nächste Dungeon ist. Da ist ein Haus. Hab das nämlich vorhin schon ein bisschen vorausgekundschaftet. Um zu gucken, wo was ist. Damit ich weiß, wo der nächste Dungeon ist. War noch nicht drin im Dungeon. So. Ja, dann brauchst du noch ein bisschen Weizen für, ne? Ja. So. Habe die Koordinaten aufgeschrieben, wo ich den Dungeon gefunden habe. Der sollte auch gleich auf der Minimap auftauchen. Vielleicht sollte ich da sein. Mann, ist der weit entfernt. Ja, ich muss mal kurz Aufnahmepause machen. So, ja, ich musste gerade Aufnahme unterbrechen. Ja, die funktionieren jetzt. Ich hab dafür gesorgt, dass die jetzt funktionieren. Und ich habe nichts mehr zu essen dabei, oder? Ah, doch, Raspberry. So. Wo bin ich denn hier? Ah, ich glaube hier irgendwo. 11, 0, 18 und 102, 23. Wo bin ich denn hier? Lol. Ja, Maulwürfe gibt es ja auch, aber es gibt keine Maulwürfe. Ja. Ja, mein Befall hat. Ja. Naja, nicht unbedingt zu spät, aber gibt es ja so nützliche Sachen, die dann. So, wo sind wir denn jetzt hier?
Oh, ich muss noch 200 Meter laufen, wow. Wo bin ich denn hier jetzt? Ah! Okay, ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Da bin ich letztens auch lang gelaufen. 102, 23. Ja, der hatte doch letztes Wochenende auch keine Zeit. Also Max ist Kanone FM, das war der gestern noch dabei war bei der Aufnahme. Wir drei kennen uns ein bisschen über eine gewisse Person. ja, kann ich eigentlich nennen, oder? So. Ah, da sieht man auch schon den Dungeon. Ja. Ich bin ja vorhin ein bisschen rumgelaufen und hab geguckt. Ja, warum nicht? Jetzt grabe ich mich hier mal runter. So. Ah, nee, ich glaube, ich bin weit weg, oder? Ich glaube, ich grabe mich einfach mal ein bisschen runter. Nee, hier ist gar kein Dungeon. grabe ich mich ja wieder hoch. Muss ich mal zu den genauen Koordinaten gehen. So, setz mal wieder Erde hin. 23. Ja gut, geht klar. So, ich grab mich jetzt mal hier runter. So, ich sollte nämlich gleich auf den... Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu gefährlich mir jetzt hier. Falle ich hier gleich in den Dungeon? Ah, da ist doch der Dungeon. Ja, bei mir auch. So, ich setze erstmal ein paar Fackeln. Ich habe zwar mein... Ja, die sollten eh keine Monster... So, hier habe ich nämlich schon die Kiste. Das war jetzt echt Zufall, dass ich hier runtergefallen bin. Mal sehen, was drin ist. Oh, ach du Scheiße. 42 Dias. 70 Cooper. 63 Gold. 20 Mese. 10 Aspen-Tree-Säpplinge und 15 Meat. Jo, ich habe ein bisschen zu viel Inventar. nee, lass mal. Ich bin schon ganz zufrieden mit dem. So. Alter, die Truhen. Also es gab mal eine Zeit, an dem Don, also der Admin hier ein bisschen dran rumprobiert hat an den Kisten so, was da so drin ist. Und scheinbar stammt es noch von der Zeit, wo er rumprobiert hat, was in den Kisten drin ist. Hatte ich jetzt Glück, dass da so viel nice Zeug drin war. Jetzt habe ich endlich meine Aspen-Tree-Säpplinge und kann sie anpflanzen. Jetzt brauche ich nur noch... Ja, genau. Jetzt brauche ich nur noch gescheite Säpplinge. Von anderen Bäumen. Die Normalsetzlinge, die habe ich da ja eh. Gut, dann baue ich den mal hier ab. Hoffe, dass ich... Habe ich jetzt Säpplinge bekommen? Nee. Da habe ich jetzt gar keine Settlinge bekommen. Oh. Dann sollte ich vielleicht noch einfällen. Boah, Setzlinge. So, F9 machen wir wieder aus hier. Ah, jetzt habe ich 10, okay. Und dann bauen wir noch den Rest ab. Und dann muss ich mir noch Pinien-Setzlinge holen, damit ich die auch anpflanzen kann. Ja, gut. Juckt mich nicht. Hä, wie kannst du denn da verrecken? Hä, wie kannst du denn da verrecken? Oh, ja gut. Steine im Wasser sind immer ein Problem. Jetzt ist halt die Frage, wo ist hier die nächste Schneelandschaft? Ah, da vorne. Ich glaube, da gibt es dann auch Pinienbäume. In der Schneelandschaft spawnen ja normalerweise keine Monster. Das finde ich ganz gut. So. Brauche ich nur noch Bäume hier. Ah,
gibt's hier? Hier sind keine Bäume, Mann, oh. Aber wir sind ja auch noch nicht in der Schneewelt, sondern in der schneebedeckten Welt. Eis, könnte ich vielleicht ein bisschen Eis gebrauchen, glaube ich. Au, hab ich Fallschaden bekommen. So, rein damit. So, ich hol mal ein bisschen Eis. Aua. So, Eis. So, vielleicht, Eis kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ey, das könnte ich eigentlich auch als Whirlpool-Rand machen. So ein Packet Eis. Ja. Ja, genau. Also, weil das sieht ja relativ aus. Kannst du im Crafting Guide nach Packet Eis gucken. Sieht relativ cool aus. So, ab jetzt um 60. So, ich muss das hier oben wieder zumachen. Könntest du mir ja mal sagen, wenn ich das so ein bisschen forme, ob das dann passen würde. Die Frage ist, in welcher Form sollte ich das in der Werkbank herstellen, damit es nice aussieht. Weißt du? Ja, du kannst auch einfach danach suchen. So, bin jetzt hier mitten irgendwo auf dem Wasser. Ich brauche noch ein bisschen davon. Also ich fände es eigentlich ganz cool. Das sieht nämlich relativ cool aus. Ja, ich überlege gerade noch, was ich sonst noch verbrauche. Ich glaube, ich sollte auch noch mal Minen gehen und mir ein paar Ressourcen. Aber ich habe jetzt halt, das ist jetzt halt hier so schon die 17. Folge, die ich jetzt heute aufnehme. Die jetzt insgesamt ist. Und ich höre bei 20 auf, deswegen bisschen... So, falsch abgebaut. Hab keinen Bock auf Mobs. So. Okay. Okay, Block falsch platziert. Und ich baue das hier wieder zu, damit das wieder normal aussieht. Weil es sind ja mal zwei Blöcke. Oh, nicht gut. Ja, hast du dir den Marker, hast du den Punkt gesetzt? Ja, gut, dann hast du dir ungefähr den Weg gemerkt? Oh. Ja, ich gehe gleich mal runter, ich muss hier... ja, gut, gucke ich gleich mal nach. Ich will jetzt hier endlich Bäume finden, aber es sieht echt schlecht aus für mich gerade. Ja, dann teleportiere ich mich jetzt nach Hause. Weil bei mir in der Nähe standen ja gleich welche rum. Ja, stimmt, ist gestorben. Okay. Gut. Ja, in deiner Mine, wie tief war das? Ja. Wie tief bist du denn? Dann solltest du vielleicht den Gamma-Wert mal ein bisschen höher stellen. Wie tief bist du gefallen? Ah, da. Da, okay. Hab's. Ja, da ist alles in dem Inventar drin. Du hast alles. Block, ja. Bones, ja. Ja, da ist alles drin. Ja. Home, so. Ich kann immer meine Koordinaten durchgeben. Ey, warte, ich schreib die mal in Hangouts-Chat gerade mal rein. Bist du gerade im Hangouts-Chat? Warte. Schreib die einfach mal da rein. 114 87. Nee, TP gibt's ja hier nicht. Schreib's mal in Google Hangouts Chat, nur damit du es selber für dich hast. Nicht damit ich die ganze Zeit sagen muss. Also 714 89. 1104, also 114. 114, 88. 105, 90.
90, 105, 90. Ja. Nee, 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 das siehst du von der Höhe eh. Also wenn du mich, wenn du mein Gebäude hier siehst, dann passt das. Ja. Ja, passt. Ja, passt. Passt, ja. Jetzt muss ich noch meine Sachen hier wieder hinklonen, wohl. Hey, wo hast du es denn jetzt eingegeben? Ja, ja, das müsste dir, sollte dir eingegeben sein. Du hättest in Hangouts-Chat, weil du es da die ganze Zeit siehst. Junge. Genau, ja. So, dann gucke ich mal. Alter Junge, habe ich jetzt viel Krams. Und wo ist mein Eisen? Ah, es leckt mal wieder schön. Ah, ne, es leckt gar nicht. So, ich brauche noch rote Farbe auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, vier. So, das heißt, da kommen die normalen Setzlinge hin. Habe ich keine normalen Setzlinge mehr? Okay. 42 fucking Dias habe ich gerade in der Kiste gefunden. Yo. Alles klar. Wo ist denn der? Ah ja, okay. Ja, okay. Wo habe ich denn jetzt? Bin ich denn gerade? Ah ja, hier, das kann alles erstmal weg. Leer erstmal mein ganzes Inventar aus. Locked Armor Stand, wo stelle ich den hin? Dein Skull Block? Nee. Nach einer Stunde können da bloß andere den die Sachen rausnehmen. Aber der bleibt so lange, bis ihn jemand anders abbaut. Ja. Okay. Dann jetzt mein Rüstungsständer hin. Ich muss hier eh nochmal alles umbauen wegen. Ja, das ist schon mal gut, ja. Mein Rüstungsständer. Könnte ich hier neben die Tür stellen? Ja, keine Ahnung, wo der ist. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Da. ja. So, ich muss mir, glaube ich, nochmal ein Bild machen. Was brauche ich denn nochmal für ein Bild? Bild. Painting. Blaue Farbe, okay. So, was kann ich mit blaue Farbe herstellen? Ah, ich habe noch blaue Farbe. Gut. Haben wir noch Schilder? Habe ich noch Schilder im Lager? So, irgendwie leckt es gerade total. Schilder. Ne, Schilder habe ich keine mehr. Muss mir wohl welche craften. Ja, dann kannst du ja da warten. Bis... Aber das solltest du eigentlich überleben, also. So, Painting. Und dann so drei Gemälde. Sollte ich vielleicht hier auch mal die ganzen Türen offen machen. Und es leckt halt einfach gerade total. Ja, ist ganz nice. So, dann nee, ich mach das glaube ich hier lang. Ja, das sieht aber gleich. Nee, das sieht nicht gleich aus, gut. Ah, das sieht gleich aus. Ja, gut, nicht gut. Das sieht wieder mit dem gleich aus. Das sieht jetzt wieder mit. Was soll denn der Müll? Ah! Okay, dann passt. So, dann hänge ich jetzt hier an die Wand noch ein paar Item-Frames.
So. Ah, das ist sehr einfach. Ist ja nice. Ich glaube, ich mache mir noch eine Dia-Rüstung und hänge die dann dahin. Einfach um zu zeigen, wie mächtig ich bin. Nutzt die aber gar nicht. 31. Ne, Kaktusrüstung ist, glaube ich, cooler. Kaktusrüstung macht bessere Augen. Habe ich meine Kaktusrüstung letztens weggeschmissen? Wäre jetzt doof. Ja, scheint so. Kaktus. Wo ist denn mein... Habe ich noch eine Axt? Ah, ich habe doch hier noch Kaktusse. Ja, ja, die hast du immer noch, wenn du herkommst. Eine Axt. Ja, ja. Ich habe keine Axt mehr, dann muss ich mir wohl eine craften. Habe ich eine Dia-Axt? Nee, ich habe keine Dia-Axt. Dia-Axt. Dia-Axt lohnt sich nicht bei mir. Doch, Dia-Axt lohnt sich. So. So, dann habe ich jetzt hier eine Dia-Axt. Dann hole ich mir mal ein paar Kürbisse. Nicht Kürbisse. Kürbisse wäre nice, wenn es die hier geben würde. So. Hier sind keine Monster, gut. Nee, Kaktus meinte ich. Ja, ja, genau. Die muss ich jetzt hier bloß gerade abfällen. Irgendwie kann ich nicht gescheit placen hier. Sieht wieder anders aus als... So. Vielleicht mal den Kaktus dahin. Ah, jetzt sieht er gleich aus. Gut. Gut. Ich habe jetzt eine gescheite Rüstung schon. Keine Mobs. Habe ich 12. Plus die da unten gibt. Ah ja, Kaktus. Papier brauche ich auch noch. Ja, ich habe schon alles, was ich brauche. Jetzt geht's nur noch ans Verschönern. Und schön einrichten. Gut. Was brauche ich denn jetzt noch? Baumwolle brauche ich nicht. Nee. So, oh, ich sehe gerade, ich bin schon bei 22 Minuten. Dann danke fürs Zusehen dieser Folge. Wir machen uns gleich auf den Rüstungsständer der Kaktusrüstung. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Danke fürs Zusehen und tschüss.